Herzlich willkommen zu diesem Tool-Video. In diesem Tool-Video möchte ich euch den Dienst Hangouts von Google Plus näher vorstellen. Hangouts ist ein Dienst, mit dem man sowohl Unterhaltungen über Android, iPhone oder Mac oder Windows-Rechner durchführen kann, als auch Gruppenvideo-Chats durchführen kann. Das heißt, man kann Gruppenvideo-Anrufe durchführen, wie man das hier in dem Icon sieht, und das interessanterweise plattformübergreifend, das heißt zum Beispiel von einem stationären Rechner oder einem Notebook auf ein iPhone, auf ein Smartphone mit Android etc. pp. Für all diese gibt es Google Plus Anwendungen oder spezielle Hangouts-Anwendungen, und die ermöglichen es letztendlich, dass ich untereinander kommunizieren kann. Einzige Voraussetzung ist entweder ein Google Plus Account bzw. ein Google Mail Account. Und wenn ich solch einen habe, braucht mein Gegenüber nur auch solch einen Account, und dann kann ich mit dem darüber kommunizieren. Man kann auch bei Hangouts, wenn man es auf dem Smartphone laufen lässt, seine Handyadresse mit angeben. Dann kann man sozusagen auch direkt, ähnlich wie bei WhatsApp, untereinander kommunizieren. Aber ich zeige jetzt erstmal die Funktion, wenn man normal mit einem Google-Account das Ganze durchführt. Entweder kann ich mich über meinen Gmail-Account bei Hangouts anmelden, oder ich kann das auch direkt auf der Google Plus-Seite. Dafür wählt man hier auf der Seite dieses Symbol, das ist Hangouts. Dort kann man sich einmal anmelden und dann ist man bei Hangouts eingeloggt. Dann habe ich als erstes die Möglichkeit, einen öffentlichen Video-Hangout zu starten. Dieser ermöglicht es mir, ja, meine Freunde einzuladen und zu sagen, hey, ich habe jetzt gerade Zeit, wer Bock hat, mit mir zu sprechen über die unterschiedlichsten Themen, der kann sich hier einfach melden. Dieses Video-Hangout wird dann sozusagen auf meiner Startseite angezeigt von Google Plus, und alle haben die Möglichkeit, mit mir zu kommunizieren. Ich zeige euch jetzt erstmal die andere Variante, und zwar, dass ich gezielt mit einer Person mich austauschen möchte. Das mache ich jetzt mal hier exemplarisch an unserem Andrea Schneider-Account, also an unserer eStudy-Sandbox-Account, den ihr auch kennt. Den rufe ich jetzt mal an, und klar, als erstes kann ich natürlich chatten und kann Smileys schicken, so wie ihr das alles kennt von den anderen Instant Messengers. Aber wie gesagt, das Spannende ist, ich kann einen Videoanruf starten, klicke dafür drauf, das öffnet sich kurz. Jetzt werde ich hier schon auf meinem iPhone darauf hingewiesen, dass ich angerufen werde. Warten wir mal ganz kurz, was passiert. Und dort habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das Ganze annehmen. Das tue ich hiermit. Und jetzt seht ihr gleich, Andrea betritt den Raum. Und ihr hört bzw. seht, dass es noch ein anderes Bild jetzt von mir gibt. Und zwar ist es das Bild von dem iPhone. Die Qualität ist ein bisschen schlechter geworden, das seht ihr. Ich mache mal, damit es keine Rückkopplung gibt, das Mikrofon am iPhone aus. Es ist jetzt sozusagen, Andreas ist stumm geschalten. Auch ich kann mich stumm schalten. So vermeiden wir jetzt erstmal, dass es irgendwelche Rückkopplung irgendwelcher Art gibt. Und ich möchte euch eigentlich nur jetzt hier die verschiedenen Funktionen einmal kurz vorstellen. Also ganz spannend oder nicht so spannend ist natürlich die Chat-Funktion. Klar, das gehört überall mit dazu. Spannend finde ich die Bildschirmfreigabe. Das heißt, es ist sehr einfach möglich, entweder bestimmte Apps auszuwählen. Ich habe jetzt hier den Safari-Browser noch auf in verschiedenen Fenstern. Ich kann aber auch einen ganzen Desktop freigeben und den auswählen. Und dann wird das, ist das, was auf meinem iPhone gerade ankommt, dieses Bild. Das ist ja sozusagen das Bild von meinem iPhone, was hier gerade angezeigt wird. Kann ich sozusagen diesen Bildschirm freigeben. Ich kann noch weiter wählen und kann sozusagen zeigen, was ich auf meinem Bildschirm habe, und kann mich mit anderen austauschen. Das kann derjenige auch machen, und ja, ist eigentlich ganz, ganz spannend. Schnappschuss ist klar, um einen Screenshot von dem zu machen, was man gerade tut. Dann gibt es die Google Hangout Toolbox und die Google Effects. Die Toolbox ist ganz nett, weil sie solche lustigen Sachen wie eine Bauchbinde ermöglicht. Das heißt, ich kann mir hier unten, das sieht man hier so ein bisschen, wenn man meinen Monitor jetzt hier so gut sieht, nicht so gut sieht, kann man sich das anzeigen lassen. Man kann auch Spielereien machen, klar, das gehört in so ein Social Networking Tool mit rein, wie so eine, ihr seht das hier unten im Kleinen. Solche Informationen. Ich kann das, glaube ich, auch, wenn ich hier mal den Monitor ausmache. Ja, das ändert nichts. Wir sehen trotzdem mich nur ganz klein. Das ist egal. Auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit, mit Effekten zu arbeiten. Genau, jetzt gehen wir hier mal weiter. Alle Effekte entfernen und die Toolbox auch. Machen wir das mal wieder aus. Und eine letzte Funktion, die ich auch noch gar nicht so schlecht finde, ist Google Drive. Weil ich kann nämlich über dieses Google Plus, kann ich jetzt auch noch bestimmte Dokumente mit anderen teilen und die gemeinschaftlich bearbeiten. Soweit zu Google Hangouts. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen ihr mit Google Hangouts sammelt.
eigentlich ein ganz netter Dienst. Vor allen Dingen ist das Ganze kostenlos und es funktioniert wirklich erstaunlich gut, auch mit sehr, sehr vielen Leuten. Erst kürzlich habe ich ein Hangout durchgeführt mit 10 Personen. Da gab es keine Aussätze, keine Verzögerung. All das, was früher ein großes Problem darstellte, stellt heutzutage eigentlich kein Problem mehr. Und die Leute können sich über ihr Smartphone von unterwegs sozusagen auch in so einen Hangout einklinken. So viel zu Hangouts. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Tool-Video.